Willkommen zurück, Freunde, zu einer weiteren Folge The Binding of Isaac, liebe Isaac-Community, die immer wieder hier auftaucht und einschließlich sehe. Aber hey, für diejenigen, die nicht einschlafen und das wirklich ansehen, habe ich die Lunatic Mod heute gedownloadet mit 50 neuen Items, dies, das. Und ich wollte es mir einfach mal angucken, zusammen mit der Mod, dass wir nur gemoddete Items bekommen. Und ja, es gibt ja auch neue Charaktere, Dr. Looney, Drs. PDA und Gurdon, Hammer Up. Ich nehme Gurdon jetzt erstmal, mal gucken, was Gurdon drauf hat und ich hoffe, es funktioniert alles, verdammt nochmal. Die wurde mir einfach, ich habe sie zufällig gefunden, wurde mir vorgeschlagen und wir schießen Hammer. Okay, was ist das für ein Ding? Was ist das für ein Ding? Ich habe das Gefühl, ich sollte es vielleicht irgendwie mitnehmen. Kommt das jetzt immer wieder mit? Nein. Neues Item, was ist das hier? Silver, Heavy Artillery. Genau, so wird es ausgesprochen. Viele sagen Artillery, aber es heißt Artillery. Okay, auf jeden Fall haben wir eine richtig beschissene Range. Und man hat gesehen, ich schieße auf jeden Fall andere Tränen. Nicht wahr, nach einer Zeit? Warte mal. Die Musik ist auch sehr merkwürdig, aber passt irgendwie zu diesem Lunatic-Theme, habe ich das Gefühl. So, was ist das für ein Ding hier? Das ist nur hier drin. Vielleicht sollte ich es mal sprengen. Sieht aus wie so ein asiatische Box, als könnte ich da irgendwie Essen raussprengen. Vielleicht ein HP-Upgrade, kann ich mir gut vorstellen. So, auf jeden Fall schießen wir ziemlich starke Tränen, habe ich das Gefühl, nach einer Zeit, ne? Kanonenkugeln. Okay, was ist das hier? Habt ihr es gesehen? Da oben links, da ist so eine Fahne. Oh, die Musik ist aber irgendwie interessant. Nicht schlecht, aber gut. Ich habe zwar Undertale nie gespielt, aber ich habe irgendwie voll die Undertale-Atmosphäre hier. Okay, vielleicht ist es ein Zufall, vielleicht nicht. Vielleicht ist es auch ein Undertale-Theme, wer weiß, ja? So, da ist eine Bombe. Ich nehme jetzt mal dieses Teil mit und gehe mal ganz kurz dieses Ding da sprengen. Und wieso ich da oben 10 Fahnenteile habe, weiß ich auch nicht. Vielleicht, wenn du 100 hast, hast du das Spiel automatisch gewonnen, oder was? Nein, das... Was ist das hier? Vielleicht muss ich blaue Herzchen opfern, oder was? Das ist das Interessante, weißt du, dass du eine Mod nicht kennst und dann erstmal alles kennenlernen musst, nicht wahr? Mal gucken, was wir noch so für Items bekommen. Ich bin sehr gespannt, Mann, ich bin sehr gespannt. Oh, scheiße, das war jetzt nicht so gut, Mann, da haben die mich ein bisschen in die Mangel genommen. Da hätte ich lieber direkt attackieren sollen und nicht flüchten. Du Feigling, komm schon, das kriegst du hin. So, dankeschön und weiter geht's. Ich mag die Musik. Ah, das ist der Typ, der meine Tränen zurückschießt. Ich kann jetzt solche Fässer natürlich nicht sonderlich gut abschießen, weil meine Range ziemlich kacke ist. Aber ich sehe verdammt cool aus. Guck mal, voll lässig dieser Blick. Ah, als müsste ich wieder ein paar Gegner bekämpfen, die mir nichts anhaben können. So, pass auf, jetzt haben wir 15, okay. Mal schauen, was passiert, wenn wir alles voll haben. Oh, hat er vielleicht irgendwie eine besondere Mechanik? Oh, ich habe eine Bombe gelegt aus Versehen. Wir haben den Geheimraum geöffnet. Das macht das Ganze wieder gut. Ich dachte, vielleicht ist es sowas wie The Drawn, weißt du, dass du dann irgendwas machen kannst, wenn du ein paar Fahnen hast. Weiß ich nicht. So. Das weiß er jetzt nämlich auf jeden Fall mit, damit wir ein bisschen HP abbekommen. Und hier ist wieder schon Zeit. Ich nehme es einfach mit. Vielleicht öffnet sich die Box dann irgendwann, wenn wir genug davon haben. Who knows, man? Who knows? Okay, let's go. Lass uns den Boss bekämpfen. Famine. Alles klar. Das heißt, wir bekommen einen Cube of Meat, was ziemlich cool ist. Aber auch irgendwie blöd, dass ich weiß, dass ich nichts anderes bekomme. So, Gott. Ich brauche unbedingt Range-Up. Und es gibt ja genug Range-Up-Items eigentlich. Also, hau mal raus hier. Mein Damage ist jetzt nicht gerade so wirklich atemberaubend. Wahrscheinlich ist der Charakter auch irgendeine Referenz an jemanden. Wahrscheinlich an Rick and Morty oder so. Was weiß ich, kann ich mir gut vorstellen, was ich wieder nicht kenne. So. Ich weiß, Rick and Morty soll ziemlich cool sein. Aber wir haben einmal reingeguckt und irgendwie hat uns das nicht gepackt. Und wir dachten uns, nee, irgendwie... Nein, danke. Na, mal gucken. Vielleicht vergeben wir es nochmal einen Versuch, weil irgendwie ist jeder begeistert, nicht wahr? Aber... Nicht jedem kann alles gefallen, auf jeden Fall. So. Wenn es einem nicht gefällt, dann gefällt es einem halt nicht. So, das nehmen wir mit. Und wir gehen jetzt weiter. Die Musik, ey. Ja, ich hab's geschafft, Mann. Okay, so. Burning Basement. Das heißt, wir haben hier wieder eine Chance auf einen Reiter. Also eine hohe Chance. So ist meine Erfahrung auf jeden Fall. Okay, immerhin one-hitten wir die Fliegen. Das ist schon mal sehr gut. Und die sogar auch. Yes, und bei der Heavy Artillery auf jeden Fall auch. Ich wundere mich. Mein Range ist eigentlich ganz okay, aber irgendwie... Auch nicht. Also von den Stats her ganz okay, aber er selber schießt nicht okay. Gar nicht okay. Jetzt haben wir den Itemraum. Okay, gib mir noch mehr neue Items, die hoffentlich nicht sehr trollig sind. Das sieht cool aus. Die 35 Reroll. Was macht der denn? Himmel, Arsch und Zwirn. Oh nein, der hat mir Damage dazu gegeben. Aber Tears Down aus irgendeinem Grund. Aber irgendwie schieße ich genauso schnell wie vorher. Kann es sein, dass es gar keinen Unterschied macht. Okay, der Reroll also meine Stats. Genau wie der andere, oder nicht? Oder hat er Random-Effekte? Gott, ich hab... Oh, jetzt ist er ein ganz anderer Würfel. Oh, scheiße. Was macht der jetzt? Was macht dieser Würfel hier?
Okay, wir sollten aufpassen. Ich will unbedingt einen Devil Deal mitnehmen. Also wäre cool, wenn ihr mich nicht abballern könntet. Dankeschön. Hey, ist mein erstes Mal in eurer Mod. Ihr müsst mich schon irgendwie lieb haben, ne? Zeigen, dass ihr mich lieb habt. In den Shop kommen wir leider nicht rein. Ich könnte mir den Schlüssel freispringen, aber ich habe eh nicht genug Kohle. Deswegen scheiß mir einfach drauf. Okay. Aber mal gucken, was wir noch so für Items bekommen. Ich hoffe nicht wieder ein Reiter. Ich hoffe diesmal irgendwie vielleicht den Wirecode-Hänger, damit wir das ausgleichen können mit der... Oh Gott. Oh Gott, wie sie... Oh mein... Bitte? Ach du heilige Scheiße. Okay, ich muss erstmal irgendwie diese Typen hier erledigen, damit sie nicht mehr im Weg sind. Sehr gut, meine Range ist jetzt plötzlich besser gewesen. Habt ihr es gesehen? Ich konnte richtig weit schießen. Oh, Scheiße. Oh mein... Oh mein... Oh, oh. Das auf der zweiten Ebene? Seid ihr denn... Seid ihr verrückt? Seid ihr wahnsinnig? Okay. Oh, das passt aber voll gut. Voll die coole Attacke auf jeden Fall. Sehr interessanter Gegner. Sehr cooler Stil. Okay. Sehr gut. Ich habe noch nie was von der Lunatic-Mod gehört, auf jeden Fall. Mal gucken, was sie noch so zu bieten hat. Okay. Wir haben aus Monster auf jeden Fall einen richtig monströsen Gegner gemacht. So, ein bisschen Short Speed. Okay, das gefällt mir auch. Sehr gut. Und Damage ab. Plus 4 Damage. Was hast du denn gegessen? Okay, das nehme ich einfach mal mit. Und ist wieder so ein Würfel. Curse D6. Risky Rerolling. Ha, hier bin ich tot. Okay, Jack in the Box. Pop goes the whistle. Okay, verstehe ich nicht. Und dieser Würfel sagt, dass es auf jeden Fall ein Risiko ist zu würfeln. Sterbe ich vielleicht, wenn ich ihn irgendwann einsetze? Ich hoffe, ich sterbe nicht. Naja, wie finden wir das raus? Indem wir den Würfel einsetzen. Vielleicht bekomme ich auch Schaden, aber... Okay, was war das? Irgendwas habe ich gerade gespawnt oder sowas. Naja, ich habe auf jeden Fall einen 12er Damage, also lass mich den jetzt fühlen. Guck mal, das ist doch kein... Kann es sein, dass irgendwie seine Stats gleich bleiben und er... keine Veränderung hat? Oh mein Gott. Okay, was sind das für Geräusche? Okay, kann es sein, dass es diese Box ist? Seit ich diese Box habe, beziehungsweise meinen Würfel eingesetzt habe, kommt dieses Geräusch und macht einfach Schaden im Raum. Vielleicht, wenn ich im Takt der Musik schlage oder sowas. Hm, der Würfel ist wieder da. 3 Würfel, okay. Das ist Question Mark. Oh, bekomme ich jetzt irgendwie random Items oder wie pro Raum? Question Mark, das ist ja lustig. Moment mal, Curse of the Blind? Moment mal, was? Habe ich jetzt für immer Curse of the Blind oder was? Oh, erzähl mir nichts und an das, da komme ich nicht ran. Ich habe nicht immer Curse of the Blind jetzt, oder? Nein, das tust du mir nicht an, Spiel. Das tust du mir nicht an, ich hoffe, der Würfel tötet mich. Muss ich vielleicht im Takt gehen zu der Musik und dann wird irgendetwas getriggert oder so? Oder im Takt schlagen, weil manchmal wird es oft getriggert und manchmal auch nicht. So, hier haben wir noch eine Batterie, aber gut, ich schätze einfach mal meinen D6 gleich ein, mein D6666. Und meine Stats wurden gerade verändert, auf jeden Fall. Jetzt habe ich gerade ein 21er Damage. Was ist das hier? Ah, kennt ihr die Mod zufällig? Könnt ihr mir helfen? Naja, scheiß drauf. So. Dann rerollen wir gleich nochmal. Vielleicht im Itemraum haben wir schon. Dann den Bossraum halt. Okay, ist ganz gut, wenn ihr sie jetzt einfach mal so töten könntet, ohne dass ich was machen muss. Das ist ein Luxus, Mann. Das ist ein Luxus. Als würde mir jemand den Kaffee umrühren. Ha, versteht ihr? Check mal die Trends aus. Verrückt. So, let's go. Job. Okay, okay, okay. Dich füttern wir erstmal mit Bomben, mit ein paar, die ich habe. Und ich renne mal ganz kurz in dich rein. Aber ihr merkt es, ne? Er spürt keine Veränderung in den Stats. Torn Foto, Tears up und so. Doch, wir schießen schneller. Doch, okay. Okay, okay, immerhin. Immerhin fühle ich endlich etwas. Weiter geht's, Mann, weiter geht's. Mal gucken, wie sich der Run noch entwickelt und was wir finden können. Oh, da war noch etwas, was ich einsammeln kann. Die Frage ist nur, was bringt mir das? So, hab 50 jetzt. Dieses Question Mark Item macht mir irgendwie Sorgen. Es gibt mir, glaube ich, einfach random Items irgendwann, oder? Kann das sein? Was ist das hier? Bob's Rotten Head. Okay, den rerollen wir oder wir sterben halt. Weiß nicht. D5, Reroll und Hand Pickups. Oh, Scheiße. Okay, okay. Man hat dann immer Angst und weiß nicht, was passiert. Und Scheiße, das ist ein übler Gegner. Oder? Der brennt und macht so eine rote Spur, aber ansonsten siehst du eigentlich... Okay, du verlierst, du hast einen ziemlich krassen Auslauf. Krasser als die anderen. Oh, warte mal, wir haben 40. Wir haben 40 Bomben, alles klar, gut, setzen wir mal Bomben ein, mehr oder weniger. Okay, der hat mir, glaube ich, die Münzen weggenommen, oder? Ich hatte, glaube ich, mehr Münzen. Sehr gut.
Okay, und lass mal hier reingucken. Was gibt's hier? Peridical Accelerator. What the fuck ist das? Okay, warte mal. Was steht da unten? Need for Speed. Meine Stats drehen durch. Ich weiß nicht, was das gerade war. Ich weiß nicht, was das gerade war. Vielleicht werde ich random irgendwo hingeportet und habe dann einen krassen Stats ab oder was? Auf jeden Fall drehen sie gerade voll durch, Mann. Die wissen gar nicht, was sie tun sollen. So, töten wir jetzt mal das Stain. Alles klar, meine Stats haben sich wieder beruhigt. Aber von mir aus hättet ihr weiter so krass sein können. Scheiße, Mann. Okay, und es ruckelt auch extrem. Als würde das Spiel irgendwas berechnen wollen, was es nicht kann. So, was ist das? Hoffentlich ein AP-Upgrade. Sunny Sea. Tears Up. Okay, das ist gut. Tears Up bin ich immer zu haben. Alter, kann es sein, dass das Item voll verbuggt ist? Guck mal, ich lagge mich gerade durch. Ich habe nur 58 FPS statt 60. Warte mal. Nur 2 FPS weniger. Es fühlt sich an, als hätte ich nur 1 FPS. Okay. Okay, okay. Vielleicht soll ich das Item gleich mal liegen lassen, nicht wahr? Hört auf Krampus. Ah, guck mal, es laggt nicht mehr. Okay, dieses Item... Gut, was erwarte ich von einem Item, das Mad heißt, nicht wahr? Dann teste ich das jetzt nochmal. Und wir machen den Run nochmal. Alles klar, let's go. Gucken wir einfach mal. Und schauen, welche Items wir noch so bekommen werden. Eine Karte, die Mad heißt und dich direkt tötet. Alles klar, wir lernen aus unseren Fehlern, nicht wahr? Let's go, wir lernen aus unseren Fehlern. Ja. Ah, die Musik ist jetzt beruhigender geworden. Ja, ich akzeptiere. Ich akzeptiere mein Schicksal. Ich akzeptiere es. Probieren geht über Studieren, ne? Ich könnte jetzt natürlich immer nachlesen, was jede Karte macht, aber... Komm schon, Mad, die dich tötet? Gibt es vielleicht eine bessere... Komm, das ist doch... Wir brauchen eine Karte, die dich tötet. Das ist doch keine innovative Idee, Mann. Naja, mal gucken, was wir noch so für Items finden. Bis jetzt gab es ja ziemlich viele Würfel, ne? Ich glaube, die haben auf jeden Fall einen Würfelfetisch. Was mir ein bisschen Sorgen macht. Ich habe keinen Bock auf Würfel. Ich mag keine Würfel, die ganze Zeit irgendwas würfeln. Und dieser Gurt war auf jeden Fall auch irgendwie sehr komisch. Der hat meine Stats komplett zerstört oder das Questionmark-Item, I don't know. So, und ich bin gleich wieder tot, weil ich gerade total motivationslos bin. Oh Mann. So, was haben wir hier? Questionmark schon wieder, oder was? Dr. Shades, Tech Shield Tears. Aber ich bin ziemlich langsam. Was ist denn hier los? Vielleicht, wenn ich schieße. Ja, wenn ich schieße, werde ich aufgehalten, weil ich total blind bin oder sowas. I don't know. Auf jeden Fall kann ich nur einschießen. Interessante Idee. Ist halt wie Tech 10. Aber wir werden aufgehalten. Das sind aber interessante Mechaniken. Das sind interessante Mechaniken. Das sind zum Beispiel, wenn du schießt, angehalten wirst. Und was das ist? Too spicy for licking. What? Ich hab's aufgehoben diesmal, okay? Oh, scheiße, Mann. Jetzt gibt es hier eine super Rackman-Form. Sieht ein bisschen aus wie so ein Riese aus Attack on Titan, der sich aber mit Klopapier eingewickelt hat, aus irgendeinem Grund. Okay. Weil er eine Mumie sein will und kein Titan. Okay, die getöteten Köpfe machen Feuer. Alles klar, verstehe. Brunch haben wir hier. Alles klar, ich gehe mal weiter. Gut, schon haben wir neue Items, ne? Ein neues Leben haben wir angefangen. Let's go. Gold, Golden Tears. Eieiei, bin ich gerade. Oh, ich werde ja voll angehalten. Oh, das sind goldene Tears. Was die wohl machen? Let's test it, Mann. Ich hoffe, wir treffen da gleich einen Gegner. Die Musik ist sehr interessant. Das gefällt mir irgendwie. Aber wenn sie jetzt die ganze Zeit so ruhig bleibt, dann weiß ich ja nicht. Ah, doch. Jetzt kommt der krasse Drop hier. Guckt euch das mal an, ey. Der hat auf jeden Fall eure Wände weggefetzt, wenn ihr jetzt den Bass aufdreht. Okay, komm schon. Nicht kotzen. So. Golden Tears vergolden. Alles klar. Gab es schon Golden Tears eigentlich oder sind das die ersten Golden Tears? Ich glaube, es gab nur Golden Touch, nicht wahr? So, ein paar Bomben dazu bekommen aus irgendeinem Grund. Und was haben wir hier? Das sieht merkwürdig aus. Nitroglycerin, Touchy Explosive. Oh nein. Wenn ich berührt werde, explodiere ich? Jetzt hör aber mal auf. Okay, wir haben auf jeden Fall Bomben dazu bekommen. Das heißt, ich öffne mal ganz kurz diese goldene Kiste. Hör mir bloß auf mit Nitroglycerin, Mann. Zack, 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 zack. Das alles mitnehmen, aber... Vielleicht gehe ich in den Shop und hole mir ein blaues Herzchen, falls da eins vorhanden ist. So ist hier der Geheimraum. Oh, die Bomben werden sogar auch golden. Interessant, interessant. Das wäre eine... Was ist das jetzt schon wieder? Eine rote Bombe, die schneller explodiert oder mir Schaden macht, wenn ich es hinlege? I don't know. Puberty?
Na, Spiel, lass mich raten. Es gibt hier irgendeine Pille, die mich direkt umbringt, was? Ich wusste nicht, dass ich hier so eine Trollmod geladen habe. Oh, scheiße. Okay, ich lebe. Das ist, glaube ich, das Wichtigste, nicht wahr? Für wie lange, fragt ihr euch? Nicht mehr lange. Was ist das? Ich will's haben. Electric Aura Cooper. Oh, scheiße, ich bin langsam. Oh, scheiße, ich bin langsam. Oh, ich bin gleich tot. Okay. Oh, kacke. Beweg dich. Wo ist er hin? Electric Aura. Oh, guckt euch das mal an. Okay, die Tränen machen auf jeden Fall so einen elektrischen Kontakt. Alles klar, cool. Gut zu wissen. Scheiße, Mann. Oh, die Bombe explodiert etwas schneller, oder was? Verdammt nochmal! Was sind das für Troll-Items? Nein! Gut, dann versuche ich es halt nochmal. Oh, die roten Bomben sorgen also dafür, dass sie in der Nähe bei mir explodieren, beziehungsweise meine Bomben vielleicht bei Kontakt explodieren. Ich glaube, das war das Problem, nicht wahr? Hey, wir fangen nochmal neu an. Das ist halt das Tolle, wenn man Items noch nicht kennt. Und dann hier so rumsitzt, rumprobiert und den Arsch aufgerissen bekommt. Das ist halt das Gefühl, das wir alle mögen, wenn wir neue Mods spielen und neue Abenteuer erleben, nicht wahr? Okay, wir müssen auf jeden Fall auch auf Angel Beats gehen, nicht wahr? Gut, also was hebe ich nicht auf? Ich hebe dieses Devil Deal Item nicht auf. Ich hebe keine roten Bomben auf anscheinend. Aber ich glaube, dass das Contact Damage ist, dass Bomben direkt bei Kontakt explodieren, was irgendwie nicht cool ist. Das ist eine Axt. Big Axe is really big. Holy shit. Holy shit, das sieht ja voll gut ausgeschnitten aus. Wow. Richtig gut gepixelt. Ich habe jetzt eine Riesenaxt. Alles klar. Ich habe eine riesengroße Axt. Und damit kann ich zuschlagen. Das ist cool. Abgefahren. Alles klar. Ich brezel dich jetzt weg. Scheiße, machen wir viel Damage. Das ist ja voll OP, dieses Item. What the fuck? Okay. Oh, Pumpkin Pie. HP up. Okay, sehr schön. Let's go. Da fühle ich mich ja direkt wie in Skyrim. Könnte man auch direkt Skyrim-Mod nennen, nicht wahr? Bitte, bring mich nicht wieder um. Also, wir heben keine Mad-Karten auf. Was machen wir noch nicht? Wir heben keine Items auf, die bei Kontakt explodieren. Und ich dachte, ich schaffe das, Mann. Ich dachte, ich schaffe das. Ich hatte zwar wenig Leben, aber ich dachte, ich schaffe das trotzdem. Oh, ich will meine Aura-Tiers wieder haben. Die waren cool. Da oben ist ein blauer Stein. Den muss ich auf jeden Fall auch noch irgendwie mir schnappen. Bloß nicht erwischt werden, damit ich vielleicht noch auch einen Devil Deal mitnehmen kann. Sonst sieht es nämlich schlecht aus. Naja, gucken wir einfach mal. Hallo, Itemraum. Schon wieder ein neues Item, das ist ja verrückt. Das ist ja verrückt. Einerseits ist es ziemlich cool, Mann, dass wir wieder ein neues Item haben, aber andererseits, ich komme nicht dran. Und ich will meine alten Items wieder haben. So. Attacke. Genau, okay, was ist das für eine Karte? The Fool. Interessant, damit könnten wir uns vielleicht aus dem Kampfraum rausporten oder so. Naja, wir brauchen zunächst Bomben. Ansonsten opfer ich Leben, nachdem ich den Bosskampf hinter mir habe, weil wenn ich jetzt Schaden nehme, dann haben wir natürlich ein kleines Problem. Und zwar das Problem, dass ich... Oh Gott, was ist das denn hier alles? Was ist das für eine Kerze? Okay, ich gucke einfach mal, ob ich vielleicht noch ein bisschen Geld kriege. Wenn nicht, schnappe ich mir nur die Bombe, um mir ein blaues Herzchen zu schnappen. So, wunderbar. Okay, wir haben eine Bombe. Das heißt, wir gehen zurück und sprengen mal einen blauen Stein. Oder dieses Ding hier. Nein. Blauer Stein. Das ist unser Ziel. Let's go. Was für eine riesengroße Axt, Mann. Wie lange geht diese Folge jetzt, wenn ich nochmal sterbe? 10 Stunden? Nein, dieser Run wird's jetzt. Ich mache jetzt keinen Scheiß hier. Let's go. Aber auf jeden Fall wird man immer angehalten, ne? Das ist irgendwie so... Das ist so das Feature dieser Mod. Du wirst angehalten, wenn du schießt. Interessant. Das heißt... Oder vielleicht liegt's an diesem Hammer oder so. I don't know. Habe ich kein blaues Herzchen rausbekommen? Nur eine goldene Kiste, nicht wahr? Mhm. Und dann spawnt ein Gegner direkt vor meinem Gesicht. Das ist so Zeug, auf das ich stehe, auf jeden Fall. Also, warum hatten wir schon? Okay, let's go. Töten wir Monster. Diesen Supermonster, aber den machen wir jetzt einfach mal hier so. Autsch. Okay, einfach mal so. Ist doch kein Problem. 1% Devil Deal Chance, kein Problem. Kein Problem, King. Ich hasse ihn. Ich hasse diesen Gegner. Jetzt schon. Okay, wir haben ihn. Huh. Das ist ein richtiges Isaac-RPG hier. So, nimm das hier mit, damit wir ein bisschen schneller sind. Ich glaube, das wird uns auf jeden Fall helfen. So, was ist das hier? Das ist Relax. Ich kann nicht relaxen, verdammt nochmal. So, ich setze jetzt The Fool ein, weil ich verdammt faul bin. Und hol mir jetzt das blaue Steinchen hier. Verdammt nochmal, Mann. So, okay. Ich könnte jetzt aber auch kurz Schaden nehmen. Einen Moment.
Und mal kurz in den Kampfraum reingucken. Vielleicht sehen wir dort irgendein Item, das uns bekannt vorkommt. Wie zum Beispiel dieses Elektrotier-Dingsbumskirchen. Nope, hier ist nichts. Alles klar, dann nehmen wir die zwei Herzchen mit und dann schnapp ich mir... Na, wobei, wartet mal. Ah, ich muss doch das Item aus dem Itemraum holen, ne? Diese Krone. Let's go. Let's go, let's go. Opfer, ich halt ein Herzchen. Platinum Crown, fit for a king. Alles klar, wir sind jetzt ein König mit einer Axt. Was ist das? Oh. Ich kann Schlüssel opfern. 3 Stück. Habt ihr es gesehen? Ich glaube. Aha. 3 Schlüssel kann ich also opfern, wie es aussah. Gut, das kann ich mitnehmen. Joy Wontons. Joy Wontons. Ist das echt angelehnt an asiatisches Essen? Und ist das ziemlich rassistisch? Okay, wir gehen jetzt auf jeden Fall weiter. So. Puh, diese Mod, die ist sehr aufregend, möchte ich schon fast sagen. Ja, ich glaube, das ist das richtige Wort. Da, wir können 3 Schlüssel opfern, aber ich habe leider keine Schlüssel und so auch keine Bomben. Verdammt nochmal. Lustige Mod, Mann, lustige Mod. Oh Gott. Oh Gott, weg damit. Weg. Sehr gut. Ich glaube, man kann ihm, also die Axt auch einfach reinhalten, nicht wahr? Aber ich, ja doch, reinhalten ist gut. Aber das ist bestimmt die Mad-Karte, nicht wahr? Scheiß auf dich, Mad-Karte. Was lebt denn hier noch? Ach, das Ding da hinten. Sag doch was. Okay, hier haben wir wieder Essen. Was steht da diesmal? Mushy Beef. Okay. Mushy Beef. Alles klar. Gut, ich weiß auf jeden Fall, was du meinst damit, Spiel. Und jetzt erstmal reinhalten, das Teil. Oh, was? Der hat nochmal geschossen? Jetzt erzähl doch nicht. Wieso sind die so doof? Okay. Ich werd wieder getroffen. Ups, gewichen? Ich glaube, das Problem ist einfach nur, dass ich mich nicht bewegen kann, wenn ich schieße oder so. Ja, das macht mich gerade ziemlich fertig, diese Mechanik. Mein Gehirn ist überfordert. Es hat was anderes gelernt und jetzt muss es umdenken. Was ist das denn? Ich dachte, mein Gehirn braucht nur einmal denken und fertig. Und es ist glücklich. So, das hier bringt leider nichts. Kein asiatisches Essen mehr für uns. So, du fliegst dahin, das ist gut. Und... Komm schon, du hältst doch nichts aus hier. Wir haben 7er Damage. Friss das und friss das und friss das. So. Okay, da ist wieder ein blauer Stein, aber wie soll ich sagen, es ist ein kleines Problem, da ich keine Bomben habe. Aber ich müsste das Problem eigentlich lösen, Mann. Scheiße, einen Schlüssel bekommen immerhin, sehr gut. Was ist das? Das sieht cool aus. Orbitron-Bomber. Oh nein. Oh nein, das Wort Bomber gefällt mir gar nicht. Kannst du das hier bomben? Oh Gott, was machst du? Und wieso bist du so ganz nah bei mir? Ich mag es nicht, wenn explodierende Sachen ganz nah bei mir sind. Okay, der schießt ab und zu Bomben zu den Gegnern. Alright, gut. Wann soll ich sterben? Auf dieser Ebene oder auf der nächsten? Erzähl. Oh nein. Stopp! Retrovision, okay. Jetzt sehe ich wenigstens nicht, wenn ich sterbe. Es ist wenigstens zensiert. Alter, der schießt in alle Richtungen Bomben. Oh mein Gott. Okay. Das ist ein blaues Herzchen, das kann ich mitnehmen, aber ich will eher was lieber diesen Taco. It's spicy. Gut, hab einen Taco mitgenommen. Was bringt mir das? Nichts. Cool. Devil Deal Chance bei 36%. Ich meine, wir können es bekommen. Alter, hör auf damit. Kann ich dich irgendwie kontrollieren? Kann ich sagen so, nein, tu es jetzt nicht? Wie zum Beispiel jetzt, Mann? Vielleicht, wenn sie nah dran sind, vielleicht bombt er dann. Ich brauche auf jeden Fall jetzt Pyromanic, aber das Problem ist nur, dass ich only modded Items habe. Versteht ihr? Und wieso furze ich jetzt die ganze Zeit wegen dem Taco, weil es so spicy ist? Oh, Spiel, du bist so doof. Du bist so doof, Mod. Okay, gib mal her. Und haben wir Geld drin oder ein Trinket? Wir haben hier Geld drin. Das heißt also, wir könnten uns ein blaues Herzchen schnappen. Okay, let's go. Gehen wir halt zurück. Jetzt furze ich die ganze Zeit wegen diesem Taco? Okay, gut. Verständlich. Ich meine, jeder kennt das Problem. So, blaues Herzchen mitnehmen. Vielleicht geschieht noch ein Wunder und wir kriegen doch noch irgendwie einen Devil Deal. 36% ist auf jeden Fall nicht 0%, nicht wahr? Die Hoffnung ist auf jeden Fall da. Let's go. Ja. Furz dich nur aus, Mann. Furz dich nur aus. Oh, scheiße Bomben. Vorsicht an. Alter, das ist wieder so... Woher soll ich wissen, dass das ein Bomber ist? Verdammt nochmal. Wo soll ich das wissen? Jetzt weiß ich's. Bald haben wir alle Items durch und ich darf keins mehr mitnehmen. Alles klar, der schießt einfach ohne Ende. Der schießt ohne Ende. Ich weiß nicht, wie ich ihn kontrollieren soll. Da, er hat's schon wieder getan. Diesmal hat's gut gesessen tatsächlich. Hör auf die Gegner. Okay, er schießt auf jeden Fall in die Nähe der der Gegner. Gut, dieses Item ist auf jeden Fall... Tipptopp. Energy Drink, you feel energized. Gut.
Nicht, dass ich keine Hoffnung habe, dass ich diesen Run wieder schaffe, aber hey, wir lernen die Mod jetzt erstmal und in der nächsten Folge habe ich jetzt schon 1000 Items, die ich nicht mitnehmen werde. Ich mostly Veggies. Okay, ich mostly Veggies, alles klar. Oh, neues Item. Okay, nehme ich mit. So, mach mal jetzt hier erstmal dieses Feuer kaputt, weil das gefällt mir ganz und gar nicht. Okay, was ist das? Onion Ring, Shot Speed Up, Ring Tears. Oh nein, das ist so Tiny Planet, nur für Arme oder sowas. Hör auf, nimm die Bomben weg. Schießt eigentlich von... Paralysis? Dein Ernst? Oh Gott! Stopp! Okay, Rainbow Poop, immerhin heilen wir uns ein bisschen. So, wir sind wieder bei 36%. Hey, ist immer noch besser als 0. Wir sind voll am Arsch, Mann. Wir sind voll am Arsch. Diese Onion Tears. Oh mein Gott. Okay. Ich bekomme Hunger bei dieser Mod, verdammt nochmal. Hat ja voll was mit Essen zu tun. Lunatic passt gar nicht. Das muss irgendwie, keine Ahnung, Food Mod heißen. Ja, ich bin sehr kreativ. So, er schießt Bomben, auch wenn ich keine drin schieße. Alles gleich. Ich dachte, ich könnte vielleicht einfach nur mit der Axt kämpfen. Sodass er nicht diese komischen Bomben spawnt, die mir ab und zu helfen. Okay, vielleicht wenn wir die 100 erreicht haben, spawnen wir direkt in der Endebene oder sowas. Mal gucken, was passiert. Ja, komm, schieß weiter Bomben. Sehr gut. Ich brauche jetzt noch einen Schlüssel. Das wäre jetzt ziemlich cool. Okay, das Ding ist echt ziemlich überlebensfähig. Weiter geht's. Nein, hör auf, die anzuschießen. Ich komme schon alleine klar mit meiner riesengroßen Axt. Ich brauche deine Mini-Bomben nicht. Deine peinlichen Bomben. Oh Gott. Ich gebe mein Bestes. Alles klar. Okay, die Bombe ist eigentlich ganz gut. Also eigentlich ist es nicht schlecht, Mann, dass er die ganze Zeit Bomben schießt. Aber komm schon, ich kann es nicht kontrollieren. Und das ist schlimm. Sowas zum Beispiel. Okay, ich habe immer noch keine Schlüssel. Verdammt nochmal. Bekomme ich jetzt überhaupt gar keine Schlüssel mehr? Seit ich diese Automaten habe, habe ich keinen Schlüssel mehr bekommen, habe ich das Gefühl. So, zeig mal her. Ist da vielleicht ein Schlüssel drin? Denn ich will hier neue, coole Items finden. Bombsaki vielleicht? Bad Trip. Hätte ich auch drauf kommen können. Oh nein, diesen Gegner jetzt mit meinem Orbital-Freund? Ist sehr gut. Gut, dann gehen wir jetzt erstmal... Gut, wir haben Tiersub bekommen. Wunderbar. Jetzt bräuchte ich nur ein bisschen vielleicht Range Up und vielleicht... Vielleicht auch, ja, das hier nehme ich mit. Kung Pao. Okay, vielleicht jetzt noch einen Schlüssel. Das wäre super. Oh, da komme ich nicht ran. Hey, wir sind jetzt... weitergekommen als in den letzten Runs, nicht wahr? Ich spreng dich mal, vielleicht gibst du Schlüssel. Okay, dich kann man gar nicht sprengen, alles klar. Hätte ja sein können, nicht wahr? Hätte ja sein können. Aber hätte auch sein können, dass dieses Teil hier ein gutes Item ist, das ist es aber nicht. Okay, kein Schlüssel, aber dafür dieses Teil. Gut, nehmen wir gleich mit. Ja, schieß weiter, Bomben, die uns umbringen. Ich bin gespannt, wie du vorhast, weiter zu überleben, wenn ich nicht mehr da bin. Ich bin echt gespannt, Mann. Gespannt wie ein Flitzebogen. So, schon wieder keine Bombe. Okay, ich meinte wieder keinen Schlüssel. Jetzt bringst du mich schon durcheinander. Jetzt stehe ich auch schon voll auf Bomben hier. Emperor, okay, wir können auf der nächsten Ebene direkt zum Boss und ihn versuchen schnell zu bekämpfen, bevor wir auf der nächsten Ebene einfach Leben verlieren und vielleicht finden wir irgendwas richtig Krasses, Mann. Brimston, na, irgendwie vielleicht ein 6er Würfelraum. Das wär's jetzt, Mann. Ein 6er Würfelraum. Kein Schlüssel. Und hier ist kein blauer Stein, soweit ich sehen kann, ne? Puh, ich krieg Kopfschmerzen. So, weiter geht's. Ein furzender Axtkrieger, der anscheinend irgendwie ein König ist oder so und keine Kontrolle über seine Leute hat. Gut. Tatsächlich gibt es hier, glaube ich, keinen Schlüssel. Kein Schlüssel. Und ich habe Schaden genommen. Das ist toll. Relax, sagst du, ne? Einfach relaxen, sagst du, ne? Dann schauen wir mal, wie wir gleich relaxen, wenn wir gleich sterben. Nicht, dass ich das vorhabe, aber es sieht sehr gut aus, sagen wir es mal so. Es sieht sehr gut aus. Mit etwas Glück sterben wir tatsächlich. Komm schon, ist hier vielleicht noch ein Herzchen drin oder sowas? Komm schon, machen wir Scheiße zu Gold. Da ist nichts drin, okay. Weiter. Ah, Kollege. Eigentlich müsste ich ihn die ganze Arbeit machen lassen und gar nicht in die Gegner reinrennen, oder? Eigentlich darf ich nichts machen. Okay, let's go. Es ist... Oh mein Gott. Mm-hmm.
Was ist das jetzt wieder hier? Soup du jour. HP und Range Up. Okay, Range Up ist gut. Range Up ist gut. Was nehmen wir? Das sieht Brimstone-mäßig aus, nicht wahr? Das nehmen wir mit. Was ist das hier? Pyromancy. Warm Fuzzy Feelings. Warte mal, bekomme ich keinen Schaden mehr von Explosion? Bitte sag mir, ich kriege keinen Schaden mehr vor Explosion. Und das sieht aus wie eine Laserwaffe. Ich will eine Laserwaffe haben. Mind Control Ray Obey. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Was macht das? Okay, Mind Control? Jetzt ist die Frage, habe ich immer noch Pyromancy? Also habe ich immer noch die Chance, Explosion zu bekommen? Wenn nicht, dann wäre das jetzt ein Wunder. Das wäre ein Wunder jetzt. Das wäre ein Wunder. Ach so, der ist unser Freund jetzt. Ach so, lass uns den mal in Ruhe lassen. Okay, Mind Control. Ach so, okay, das kennen wir ja. Wir schießen mit... Wo erkenne ich das? Pinky and the Brain oder so? Ach, das gibt es überall so. So Laserkanonen, die dann andere, ne? Übernehmen, Gedankenkontrolle, dies, das. Heilige Scheiße. Eieieiei. Ich will das halt noch nicht testen, so wirklich. Also wenn wir gleich ein rotes Herzchen finden, könnte ich das mit einer Bombe testen auf jeden Fall, ob ich noch Schaden kriege oder nicht. Aber ansonsten will ich das jetzt ungern testen. So, lass uns erstmal den Itemraum finden. Okay, da ist der Shop. Wunderbar, wir haben auch ein bisschen Kohle. Das ist doch super. Okay. Ich brauche Essen, das da, aber das ist überstacheln. Nicht gut. Oh nein. Oh nein. Wieso nimmst du mir die letzte Hoffnung? Okay, cool. Rotes Herzchen, was ist das denn schon wieder? Okay. Wir haben HP bekommen, aber dafür wurden uns die roten Herzchen abgezogen. So, das muss ich jetzt erstmal kurz rausspringen. Gib her. Sehr gut. Meat's overcooked. Scheiße, natürlich erwische ich jetzt ein schlechtes Essen. Okay. Nicht testen. Ha! Nein, es funktioniert nicht. Alles klar. Oh mein Gott. Was ist denn hier los mit dieser Mod? Das ist ja abgefahren. Leute, aber ich habe voll Bock drauf. In der nächsten Folge werde ich mal ein bisschen aufpassen, was wir aufheben. Ich kenne ja jetzt einige Items. Und dieses Baby lassen wir auf jeden Fall liegen. Da war alles andere viel besser. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr habt Bock auf morgen auf eine weitere Folge dieser Mod. Ich bin jetzt zwar gestorben, okay, aber ich weiß nicht. Es gibt einige, die dann enttäuscht sind, dass ich den Run nicht geschafft habe. Aber ich fand's lustig. Wir haben jetzt ein paar Items kennengelernt. Das war sehr witzig. Und habe ich schon erwähnt, dass es lustig war. Vielen Dank fürs Zusehen. Morgen gibt es eine Folge, wo wir einen ganzen Run schaffen. Das verspreche ich euch. Ich nehme dann so lange auf, bis ich einen coolen Run habe, okay? Versprochen, versprochen. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Euer Holly. Verdammt nochmal. Ist aber eine lustige Mod irgendwie. Ich mag sie.